Der Kauf von Ämtern. So wurde im Mittelalter Politik gemacht. Und heute? Feudalstrukturen in modernen Demokratien etwa. Ich wähle deinen Kommissionspräsidenten und du guckst weg, wenn ich neue Schulden mache. Alles hat seinen Preis. Poker um Juncker und Euro, liebe Zuschauer. Heute das Thema der Phoenix-Runde. Willkommen bei uns. Meine Gäste, Ska Keller von den Bündnisgrünen. Sie waren die Spitzenkandidaten der Europäischen Grünen bei der zurückliegenden Wahl zum Europäischen Parlament. Dort sind Sie jetzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Nils Annen ist bei uns, Bundestagsabgeordneter der SPD und außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Andrea Despot ist bei uns, die stellvertretende Leiterin der Europäischen Akademie in Berlin, und Daniel Goffert, Leiter des Hauptstadtstudios der Zeitschrift Focus hier in Berlin. Ja, es gibt ja eine Reihe von anderen Personalwünschen auch noch. Es geht nicht nur um Juncker, auch die SPD hat schon personelle Wünsche geäußert. Der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel hat jetzt den Wunsch, dass Martin Schulz wieder zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt wird. Werden Sie ihn wählen aus alter rot-grüner Verbundenheit? Wir waren alle sehr überrascht, als Herr Gabriel verkündet hat, dass Herr Schulz jetzt Parlamentspräsident werden soll. Und das waren nicht nur bei uns Grünen viele, die sich gedacht haben, na nun, seit wann ist es denn die deutsche Bundesregierung und ein Koalitionspartner der deutschen Bundesregierung, der dem Parlament sagt, wen sie jetzt zu wählen haben als Parlamentspräsidenten. Also da machen wir definitiv nicht mit. Wir haben Herrn Schulz natürlich angehört in unserer Fraktion. Wir wollen auch hören, was sein Programm ist. Aber wir sagen eben auch ganz klar, bei diesen Mauscheleien, da wollen wir nicht mitmachen. Der Parlamentspräsident, das ist kein Trostpreis für gescheiterte Kommissionen. Kommissionspräsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten, sondern das Parlament hat Gewicht. Darauf hat ja Martin Schulz vorher auch immer sehr viel Gewicht gelegt, dass das Parlament unabhängig ist und frei kämpft. Und das wollen wir eben auch so sehen. Deswegen haben wir auch eine eigene Kandidatin aufgestellt, die Ulrike Lunacek aus Österreich, die, glaube ich, eine sehr gute Alternative ist zu Martin Schulz und das Parlament sehr gut nach außen vertreten kann. Die Frage ist natürlich, ob man da die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Also die deutschen Konservativen und die deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament sind sich ja einig. Da gibt es eben diesen Deal. Aber es gibt ja auch Abgeordnete aus der Slowakei, Portugal, aus Irland und zwei Dutzend anderen europäischen Ländern, die damit ins Boot geholt werden sollen. Werden denn die diesem dringlichen Wunsch der SPD entsprechen, Martin Schulz zu wählen? Ja, das wird ja das Europäische Parlament entscheiden. Es ist natürlich keineswegs so, dass Sigmar Gabriel darüber jetzt die Entscheidungsgewalt hätte, wen das Europäische Parlament dann zum Präsidenten wählt. Aber was wir natürlich tun und wofür wir uns einsetzen, das hat auch aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Mauschelei zu tun, ist, dass wir dafür sorgen wollen, und dafür haben wir im Wahlkampf gekämpft, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament auch abbilden, wenn es um die Frage geht, wer der nächste Kommissionspräsident wird. Das ist doch die entscheidende Frage. Darüber muss man jetzt entsprechend auch reden. Und ich meine, wir hätten diese Wahl gerne gewonnen. Wir haben als Sozialdemokraten in Deutschland deutlich dazu gewonnen. Die Sozialdemokraten und Sozialisten im Europäischen Parlament haben auch dazu gewonnen. Aber sie sind eben nicht die stärkste Kraft geworden. Das müssen wir akzeptieren. Und ich glaube, dass deswegen die Debatte darüber jetzt auch angemessen ist, wenn aus einem Wahlergebnis am Ende dann über Verhandlungen, auch Konsultationen natürlich mit dem Parlament und über die Entscheidung des Parlamentes, ein Personalpaket zusammengeschnürt wird. Und sind die Parteien ja mit Spitzenkandidaten die Aufgabe, die ja, aus den sind ja Wahlen angetreten. Sich trotzdem wird ja jetzt versucht, da ein Personalpaket zu schnüren. Was nützen freie Wahlen, Frau Despot, freie Wahlen, der Ausdruck des Wählerwillens, wenn dann das sozusagen auf der politischen Ebene hinten nach dann zurechtgeruckt wird? Da müssten sich die Wähler ja eigentlich verhohnepiepelt führen. Ja und nein. Es war ja so, dass der Automatismus, so wie es jetzt der Öffentlichkeit verkündet wurde, nämlich die Spitzenkandidaten oder der Sieger der Spitzenkandidaten würde Kommissionschef werden, ja so keine rechtliche Grundlage hat. Der Lissabonner Vertrag spricht davon, dass sich Rat und Parlament wechselseitig berücksichtigen, konsultieren. Vom Automatismus war zunächst einmal gar nicht die Rede. Das sehen die Vertragsgrundlagen auch gar nicht vor.
Das heißt, man hat das zwar sehr öffentlichkeitswirksam und medienwirksam in den Wahlkampf getragen, nicht zuletzt auch von Herrn Schulz selbst. Und übrigens auch nicht in allen EU-Mitgliedsländern. Das waren überwiegend Deutschland und Luxemburg, also die Heimatländer der beiden Spitzenkandidaten, die das sehr fokussiert haben, sehr auf diese Spitzenkandidaten fokussiert haben. Nehmen Sie Großbritannien beispielsweise. Ja, mit 28, sind ja noch 26 andere genau. Länder und Abgeordnete aus diesen Ländern im Spiel. Ja. Kann man das vielleicht auch von der anderen Seite sehen? Sehen wir es zu dogmatisch? Sind das eben nun mal die europäischen Zwänge, ohne die Europa sonst nicht funktioniert, was wir gerade erleben? Ich würde das gar nicht mit europäischen Zwängen beschreiben. Ich meine, Herr Schulz ist am Ende ein Opfer seiner eigenen Karriereträume und Karrierewünsche geworden. Erst wollte er Kommissionspräsident werden. Dann hat er gesagt, gut, wir haben die Wahl nicht gewonnen, dann werde ich aber Kommissionsvizepräsident. Dann musste ihm irgendwann sein Parteivorsitzender, Herr Gabriel, klar machen, lieber Martin Schulz, es wird möglicherweise auch nichts, dann gibt es jetzt einen Trostpreis, dann wirst du zum zweiten Mal, ist ja noch nie ein Parlamentspräsident wiedergewählt worden, dann wirst du jetzt zum zweiten Mal Parlamentspräsident. Also die Art und Weise, wie sich dann der Wahlverlierer SPD, ich sag auch mal am Ende, den Vorsitz im Parlament zur Beute macht, ist schon bemerkenswert. Und ich bin auch mal gespannt, ob die anderen Mitglieder der sozialistischen Fraktion im Europaparlament dieser Sichtweise so folgen oder ob die dann am Ende nicht auch sagen, wie Sie, Frau Keller, da kann es gar keinen Automatismus geben und wir entscheiden als Abgeordnete am Ende noch selber und nicht auf Vorschlag irgendeines Parteivorsitzenden, sei es noch eines so gewichtigen wie dem der deutschen Sozialdemokratie. Das heißt, diese Wahl ist ja auch gar nicht gesichert, weil das in der Tat ja die Angelegenheit der Abgeordneten des Europäischen genau. Parlaments ist. Das unterscheidet das ja auch vom Kommissionspräsidenten. Da gibt es das Vorschlagsrecht der europäischen Staats- und Regierungschefs und dann das Wahlrecht des Europäischen Parlaments. Es hat aber auch nie irgendjemand etwas anderes behauptet, muss man dazu sagen. Gut, also nur spielt das ja jetzt eine Rolle, welche Position, welches Amt bekommt Martin Schulz. Schauen wir vielleicht mal auf den anderen, auf das andere wichtige Amt. Es sind ja noch eine ganze Reihe von europäischen Ämtern zu besetzen. Das ist ein gutes halbes Dutzend. Das wird auch alles noch nicht in den nächsten Tagen und Wochen entschieden. Jean-Claude Juncker, Spitzenkandidat. Es hieß, die Fraktion, die am besten abschneidet, die stärkste Fraktion, hat zunächst mal das Recht, zu versuchen, eine Mehrheit im Parlament für den Kommissionspräsidenten zu finden. Ist Jean-Claude Juncker der Richtige für diese Position? Darf ich vielleicht jetzt zunächst mal nicht den SPD-Mann Nils anfragen? Frau Keller, ist er der Richtige? Naja, ist ja nicht unser Spitzenkandidat gewesen. Also er ist jetzt nicht der grüne Traummann, sondern aber er hat eben ganz klar die Wahl gewonnen. Damit müssen wir halt umgehen. Und wir sagen ganz klar, dass wir niemanden wählen können, der eben nicht für diesen Job angetreten ist. Und Herr Juncker hat ganz klar jetzt die Aufgabe, eine Mehrheit zu finden. Und diese Mehrheit, die kann er versuchen zu finden über sein Programm. Auch wir wollen Herrn Juncker gerne in unserer Fraktion sehen. Wir wollen hören, was sein politisches Programm ist. Und das wird natürlich eine große Rolle spielen, wenn er mit einem Cameron-Programm ankommt, von einer kleineren EU, von Binnenmarkt und sonst nichts, dann können wir damit nichts anfangen als Grüne, sondern wir wollen sehen, wo Juncker hin will in den großen Zukunftsfragen wie der Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Wie kommen wir aus der Krise heraus? Was machen wir gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa? Wie bekämpfen wir auch den Klimawandel? Das geht ja durchaus Hand in Hand zusammen, ne? Weil nur wenn wir was gegen den Klimawandel tun können und zum Beispiel Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energien da investieren, so bekommen wir eben auch die Arbeitsplätze, die wir jetzt gerade brauchen in Europa. Es geht schon Hand in Hand. Und wir wollen sehen, wie auch Herr Juncker Demokratie in Europa vorantreiben will. Also alle diese Fragen, die werden wir ihm auch stellen. Und dann werden wir sehen, ob er sie zufriedenstellend aus unserer Sicht beantwortet. Weil ganz klar, grüne Stimmen gibt es nur für grüne Inhalte. Jetzt muss ich vielleicht die Bemerkung von mir gerade noch mal revidieren. Vielleicht ist Herr Juncker sogar der größere Heilsbringer für Ihre Fraktion im Europäischen Parlament, für die sozialistische Fraktion. Denn die hat ja da noch mehrere Bedingungen gestellt, was den Stabilitätspakt angeht. Vielleicht ist das der sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament gar nicht mal so unlieb, dass sie mit Juncker dann als Kommissionspräsident auch noch andere Möglichkeiten hat, politisch Zeichen zu setzen. Also ich bin, was Heilsbringer angeht, immer sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ausdruck. Und mein Kandidat war Martin Schulz. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er der Richtige war, dass er auch der bessere Kommissionspräsident gewesen wäre. Aber bei dieser Wahl ging es um unterschiedliche politische Angebote. Es ging aber auch um die Frage, ob das Europäische Parlament einen wichtigen Schritt vorwärts macht in Richtung eines Parlaments, so wie wir das im Deutschen Bundestag auch kennen.
dass eine stärkere Rolle spielt, als auch im Europäischen Parlament. Gut, das hängt mit dem Ergebnis zusammen, aber dass eine stärkere Rolle spielt und dass die Mehrheiten, die sich dort bilden, die von den Bürgerinnen und Bürgern ja bestimmt worden sind, sich auch ausdrücken dann in der Wahl eines Kommissionspräsidenten. Und zu dieser Normalität, für die wir kämpfen, gehört auch, dass man Wahlergebnisse akzeptieren muss. Und Herr Juncker hat mehr Stimmen bekommen. Und jetzt wird es in der Tat darum gehen, einmal, das sehe ich übrigens genauso wie Frau Keller, es geht auch um ein Programm, das er vorstellen muss. Und es geht um die Frage, ob er eine Mehrheit zusammenbekommt. Und nach Lage der Dinge wird es eine solche Mehrheit nur mit der sozialdemokratischen, sozialistischen Fraktion geben. Und insofern gibt es auch nichts umsonst, sondern wir müssen natürlich auf der einen Seite jetzt sehen, dass das Parlament zu seinem Recht kommt und dass die Bürgerinnen und Bürger, die zur Wahl gegangen sind, nicht bei der nächsten Europawahl sich denken, das ist eh alles hinter den Kulissen ausgekungelt worden und keiner der Spitzenkandidaten ist das geworden, was ich erwartet hatte. Aber die Inhalte müssen auch stimmen. Mehrheit ist das eine, Kompetenz ist das andere. Ist Juncker einer, der Europa voranbringen kann, was die Institutionen angeht, demokratische Beteiligung, auch die Inhalte, auch die großen Fragen und die schwierigen Probleme, die zu lösen sind? Also ich bin da ganz bei Frau Keller, das wird sich erweisen. Man muss natürlich... Man kennt ihn ja schon, also er hat ja ein bisschen von Profil hat er ja auch schon. Also er gehört ja zu den profilierten Europäern, die ja schon lange unterwegs sind, auch in vielen Funktionen schon tätig waren. Richtig, er gehört zu den alten Hasen, aber gleichzeitig liegt darin natürlich auch die Gefahr, dass er die nötige Reformagenda nicht wirklich durchsetzt. Aber ich möchte nur noch an eins erinnern, er ist Spitzenkandidat der EVP geworden. Unter anderem haben wir in den Nationalstaaten auch Parteiführungen, die konservativ waren oder sind und die diese Spitzenkandidatur natürlich mitgestützt haben. Also das sollte man nicht vergessen. Das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Aber ohne diese Unterstützung geht es ja wahrscheinlich gar nicht. Genau. Das heißt, auf der anderen Seite ist Herr Juncker noch nicht gewählt. Er ist auch noch nicht verhindert. Aber wir wissen, es gibt die Sperrminorität von 96 Stimmen. Also er wird auch noch vom Parlament gewählt werden müssen. Er wird in der Tat seine Agenda vorstellen müssen. Er wird sie glaubhaft vorstellen müssen. Die Zukunftsanforderungen an Europa sind riesig, gigantisch. Es sind viele, viele Fragen in vielen Feldern zu klären. Und dafür muss er erst mal das politische Programm liefern. Jetzt haben sich am letzten Sonntag sozialdemokratische Partei- und Regierungschefs in Paris zum Mittagessen getroffen. Und gesagt, ja, also Juncker, das wäre durchaus möglich, kann man sich vorstellen, er vertritt ja die stärkste Fraktion. Aber da gibt es natürlich auch von unserer Seite dann Wünsche, Stichwort Stabilitätspakt, das Aufweichen des Stabilitätspaktes, die, wie man das da genannt hat, flexiblere Auslegung. Haben die Sozialdemokraten da clever agiert? Ist das eine clevere Taktik? Das sieht auf den ersten Blick vielleicht clever aus, aber man muss natürlich auch mal daran erinnern, und wenn Sie das selber sagen, also der Respekt vor dem Wähler gebietet, dass man dann den Wählerwillen anerkennt. Der Wählerwille war eindeutig der, dass eben die EVP die stärkste Fraktion ist. Das heißt also, dass der Spitzenkandidat der EVP dann auch den Anspruch haben soll und ihn auch nach dem Wählerwillen verwirklichen soll, Kommissionspräsident zu werden. Und da muss man dazu auch stehen und dann sozusagen das zu versuchen durch die Hintertür, indem man ihm dann mit Forderungen begegnet, das finde ich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, klar, spielen Personen und Programme auch immer zusammen. Also man kann nicht so tun, als wäre Herr Juncker das eine Thema und der Stabilitätspakt das andere, denn er muss am Ende als Kommissionspräsident das ja auch durchsetzen. Ich halte unabhängig von der personellen Verknüpfung die Frage, ob man jetzt, wo wir die akute Krise vielleicht gerade in den Griff bekommen haben, ob man dann wieder anfangen muss mit dem gleichen Fehler, der am Ende der Auslöser der Krise war, nämlich die Überschreitung der Defizitkriterien, ob man das jetzt wieder an den Beginn der neuen Kommissionspräsidentschaft stellen soll, halte ich politisch für einen Fehler. Aber dass man natürlich versucht, mit der Wahl einzelner Personen auch politische Inhalte zu verknüpfen, ist nun eine Alltagsweisheit im politischen Geschäft. Frau Keller, ist der Stabilitätspakt in Gefahr, nach dem, was da jetzt besprochen und beschlossen werden soll? Ich würde auf gar keinen Fall Gefahr sagen, sondern es ist ja schon klar, dass wir eine andere Wirtschaftspolitik brauchen in der Europäischen Union. Wir können halt nicht einfach nur starr auf irgendwelche Zahlen starren, sondern wir müssen ganz klar gucken, wie geht es denn voran mit der europäischen Wirtschaft? Was für Instrumente brauchen wir da? Wo müssen wir auch rein investieren? Und da ist eben genau die Frage, was für eine Sorte von Investitionen brauchen wir? Und wir Grüne sagen ja ganz klar, wir müssen in die grüne Wirtschaft investieren, weil wir da die Jobs sehen. Es kann nicht darum
darum gehen, neue Straßen zu bauen, nur damit man Straßen hat und irgendwie Jobs kurzfristig geschaffen hat, sondern wir brauchen die langfristigen Jobs, die auch wirklich der Gesellschaft etwas bringen. Da müssen wir reingehen, aber das sind dann auch echte Investitionen, auch in Bildung zum Beispiel oder Gesundheitsversorgung, weil das ist genau das, was wir brauchen in Europa. Aber ich muss auch daran erinnern, dass wir auch diese Möglichkeiten schon hatten im Europäischen Parlament. Wir haben ja auch einen Haushalt, wir haben den mehrjährigen Finanzrahmen, darüber haben wir auch abgestimmt. Da haben wir ja auch vorgeschlagen als grüne Fraktion, dass wir eben investieren in die grüne Wirtschaft, in Energieeffizienz, was eben auch Jobs bringt. Und da haben die Sozialdemokraten aber leider dagegen gestimmt. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, wenn sich dann die Sozialdemokraten da treffen in Paris zum Mittagessen, was ich davon halten soll. Weil ganz praktisch hatten wir die Möglichkeit bereits und die Fraktion der Sozialdemokraten hat eben dagegen gestimmt. War nicht die Einzige, die Konservativen waren auch dagegen. Aber das ist für mich ein großer Widerspruch, den ich für mich nicht überwinden kann. Ganz klar, wir wollen zukunftsorientierte Investitionen, weil wir müssen rauskommen aus dieser Krise. Wir müssen was tun gegen die Jugendarbeitslosigkeit, aber es muss richtig passieren. Und dann müssen wir aber nicht nur darüber reden, sondern es müssen wir auch endlich machen. Gut, dann stelle ich die Frage nochmal, was wir von diesem Mittagessen in Paris halten sollen. Will Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende, seinen Parteifreunden Hollande und Renzi unangenehme Reformpolitik ersparen, indem er sagt, komm, lass uns die geldpolitischen Zügel in Europa wieder ein bisschen lockern? Ja, aber das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Ich wundere mich immer ein bisschen über diese Debatte, denn Sie haben das auch gesagt, eben Stabilitätspakt. Der heißt aber nicht nur Stabilitätspakt, sondern Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und ich meine, wir können ja eine Tatsache nicht ignorieren. Wir haben hier in Deutschland eine Europawahl gehabt, in einem Land, dem es wirtschaftlich gut geht, das politisch sehr stabil ist. Und wir haben, auch wenn ich das den Einzug der AfD in das Europäische Parlament nicht auf die leichte Schulter nehme. Aber wir haben ein relativ normales Wahlergebnis in Deutschland gehabt. Da muss man mal nach Frankreich schauen. Front National ist die stärkste Kraft geworden. Muss man nach England schauen, wie UKIP dort abgeschnitten hat. In vielen anderen Ländern Europas haben wir zum Teil grundlegende Umwälzungen in der Parteienlandschaft zugunsten von rechtspopulistischen Parteien. Das heißt, diese Wahl war eine Wahl eines Kontinents in einer tiefen Krise. Das haben wir in Deutschland gar nicht so richtig mitbekommen, weil es uns relativ gut geht und zum Glück relativ gut geht. Warum bauen Sie eigentlich so zwischen Schulden machen und Wachstum so einen Gegensatz auf? Deutschland ist ja das beste Beispiel dafür, da ist Schulden abgebaut worden unter kräftiger Mithilfe der Sozialdemokraten von der Agenda 2010 bis jetzt, ja, bis Sigmar Gabriel. Und das Land wächst auch jedenfalls im europäischen Rahmen ziemlich, ja, aber gut. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist ja nicht, dass wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt verändern wollen. Wir sagen nur, wir müssen auf den Wachstumsaspekt einen größeren Fokus legen. Und dafür müssen wir möglicherweise Ländern wie Frankreich auch mehr Zeit geben. Aber übrigens, was heißt denn mehr Zeit? Ja, Herr Annen, mehr Zeit? Ja, seit wir diesen Stabilitätspakt haben, einmal, wenn ich das sind einmal die Kriterien sagen darf, nie eingehalten die, worden. Sie tun ja so, als wenn es eine vorübergehende Ausnahme ist. Es ist aber keine Ausnahme. Es ist ein Dauerzustand, den Sie weiter zementieren wollen. Die von allen ja immer hochgelobte Agenda 2010. Und ich kann Ihnen sagen, das war ja gerade für die SPD kein leichter Prozess, war für das gesamte Land kein leichter Prozess. Den Bundeskanzler Gerhard Schröder das abgekostet. Haben wir durchgesetzt und gleichzeitig haben wir als Bundesrepublik Deutschland diese Kriterien damals nicht eingehalten. Wir hätten das gar nicht schaffen können. Und insofern muss man einfach sagen, das größte Interesse, das wir haben können, ist, dass Frankreich wieder auf die Beine kommt, dass Europa wieder auf die Beine kommt. Und ideologische Debatten helfen uns da überhaupt nicht weiter, sondern wir brauchen jetzt einen Weg, der beide Ziele miteinander vereinbart und darüber reden die Sozialdemokraten, übrigens auch beim Mittagessen bei Herrn Hollande. Verstehen die Franzosen und Italiener unter Stabilitätspakt möglicherweise etwas völlig anderes? Einfach die Interpretation dieses Regelwerks völlig anders? Na, ich glaube, beide, vor allem Frankreich, steht sehr innenpolitisch, sehr unter Druck. Hollande hat Rekord-Negativwerte, was Popularität angeht. Das heißt, die französische Wirtschaft ist rezessiv, beziehungsweise die Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Mit anderen Worten, man will weg von der Austeritätspolitik, von der Sparpolitik, die sehr, sehr eng verknüpft wird, auch mit der Person Merkel. Das gibt also volkswirtschaftliche, innenpolitische Zwänge, die dazu führen, dass man sagt, man braucht diese Atempause. Man braucht beispielsweise Bildungs- und Infrastrukturausgaben, die nicht hineingerechnet werden ins Defizitkriterium. Aber ich würde das eher aus innenpolitischer Sicht bewerten, denn als Interpretation des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Also ich stelle mir mal vor, ich bin französischer Präsident, ich habe mit renitenten Gewerkschaften zu tun.
die jeden Ansatz von Reform sofort verhindern. Auch eine Bevölkerung, die jetzt nicht für rasenden Reformeifer bekannt ist. Der Weg ist ja viel einfacher zu sagen, nehmt uns doch die Arbeit ab. Wir dürfen wieder mehr Schulden machen. Wir beteiligen sozusagen die anderen Europäer an der Finanzierung Frankreichs. Ja, das ist natürlich ein Weg, den er versucht, den man aus seiner Sicht nachvollziehen kann. Natürlich, aber ich meine, Herr Hollande ist schon ins Amt gekommen, indem er eine Politik versprochen hat, von der er wusste, dass er sie nicht durchhalten würde. Wir haben in Deutschland gesprochen über einen höheren Renteneintrittsalter. Er hat versprochen, ein niedrigeres. Die französische Wirtschaft ist sehr stark staatsdominiert. Es gibt immer noch große Staatsunternehmen oder Unternehmen mit großem Einfluss des Staates. Diese Unternehmen sind nicht wettbewerbsfähig oder werden es immer weniger verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. So, und wenn er jetzt versucht, auf der Mitte des Weges seine Irrtümer abzuräumen, indem er dann auch eine Reform macht, auch eine wachstumsfreundlichere Politik macht, dann ist natürlich der Widerstand umso größer, weil er hat den Leuten etwas anderes versprochen. Und dass der Widerstand deshalb wächst, das muss er sich zurechnen lassen. Es kann aber nicht sein, dass wir dann in eine Situation geraten, wo wir zwischen guten und schlechten Schulden unterscheiden. Also die guten Schulden sind die Frankreich machen kann, um zum Beispiel Frau Le Pen zu verhindern. Das ist ja auch so ein beliebtes Argument. Und die schlechten Schulden sind irgendwelche anderen. Wir müssen uns schon in Europa an die Verabredungen halten, die wir mal getroffen haben. Und Tatsache ist, dass es auch nicht darum geht, eine vorübergehende Überschreitung der Schuldengrenzen zu erlauben. Das klingt immer so verharmlosend, sondern es geht darum, einen Dauerzustand zu zementieren, der da lautet, die allermeisten Staaten halten sich eben nicht an den Stabilitätspakt, Deutschland damals inklusive auch nicht, was der Urfehler war, dass Deutschland und Frankreich als die beiden größten Mitgliedsländer die Versprechen nicht eingehalten haben und damit die anderen ermutigt haben, diesem schlechten Beispiel zu folgen. Das war der Urfehler, der im Kern der Krise ist. Und wir sind genau in der Situation, wo wir die akuten Auswirkungen der Krise überwunden haben, dabei die gleichen Fehler wiederzumachen, aus einer politischen Bequemlichkeit heraus, dass wir den Ländern, denen dieser Gesundungsweg als zu lang erscheint, er ist lang und das wollen sie nicht und da wollen sie irgendwie raus. Er ist unpopulär und hat ja, Beispiel Gerhard Schröder ist ja eines, ein abschreckendes für viele Politiker, kann ja politische Karrieren beenden, wenn ich diesen Weg gehe. Ja, die Mission der Agenda war erfolgreich, aber sie hat Schröder das Amt und die SPD am Ende die Regierung gekostet, das ist richtig. Aber am Ende ist ja immer die Frage, was ist wichtiger, das Amt oder die Partei oder der Erfolg? Über unterschiedliche politische Kulturen im EU-Europa. Merken Sie das auch in Ihrer Fraktion? Da sind ja auch aus verschiedensten europäischen Ländern grüne Abgeordnete da, die mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen aus ihren Ländern kommen. Also natürlich arbeiten wir in so einer Fraktion länderübergreifend zusammen. Das ist auch ganz wichtig, das ist ja das, was Europa ausmacht. Aber für mich ist das kein Hindernis, sondern es bereichert uns. Und ich finde es sehr schade, dass halt hier in Deutschland sehr oft sehr deutsch halt einfach diskutiert wird. Wir reden so einfach über Sparpolitik und Reform, aber wir müssen uns mal vor Augen halten, was das bedeutet. Austeritätspolitik, das ist ja nicht einfach so sparen von wegen, naja, wir sparen halt mal so ein bisschen, vor allem bei den Reichen zum Beispiel, die mehr geben können, die geben mehr, sondern es geht bei Austeritätspolitik, was wir als blinde Sparpolitik übersetzen müssten, darum, dass wirklich armen Leuten die geringen Renten noch mehr gekürzt werden, dass Lehrer entlassen werden und so. Und deswegen muss man da schon unterscheiden. Man kann zum Beispiel, wenn man Geld ausgibt, jetzt in Bildung, dann ist das Geld, das man später nicht an Arbeitslose auszahlen muss. Das ist also schon ein Unterschied. Und ich finde auch, man kann sparen, indem man zum Beispiel etwas tut gegen Steuerflucht, was uns unglaublich viel Geld kostet in der Europäischen Union. Oder man kann sparen, indem man Lehrer entlässt. Und ich finde schon, da muss man einen Unterschied machen. Und man muss auch einen Unterschied machen darin, investiert man wirklich in Zukunftsaufgaben, wo wir wirklich auch Investitionen brauchen. Wie gesagt, Bildung ist sowas, die ökologische Modernisierung der Wirtschaft ist sowas. Oder tun wir das in sinnlose Geschichten? Deswegen ist das schon ein Unterschied. Man kann nicht einfach so vom Sparen reden und nicht einfach so von Reformen. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Das eine bringt was, das andere bringt nicht notwendigerweise etwas. Da muss man ganz genau hinschauen, differenzieren, muss sich darüber unterhalten, wie machen wir das? Als immer nur das zu sagen, ja, die wollen ja nicht reformieren oder nicht sparen. Beachten wir in Europa noch viel zu wenig diese Unterschiede, diese unterschiedlichen Erfahrungen, die es in vielen Ländern der Europäischen Union gibt. Da gibt es die westlichen Demokratien, da gibt es den speziellen Fall Deutschland, osteuropäische Länder, die erst unter den Nazis gelitten haben, dann 45 Jahre kommunistische Diktatur. Das ist noch gar nicht so lange her.
beachten wir diesen Aspekt zu wenig, dass fast jedes Land ganz anders empfinden muss, schon aufgrund seiner historischen Erfahrungen? Ganz genau. Ich würde das genauso sehen. Wir haben das auch im Wahlkampf übrigens gesehen. Stichwort Spitzenkandidaten haben wir schon diskutiert. Stichwort Wahlbeteiligung. Wir haben ein Land wie die Slowakei mit einer rekordniedrigen Wahlbeteiligung, ich muss jetzt lügen, 13% sind zur Wahl gegangen. Aber keiner käme auf die Idee, das als Anti-Europäismus zu interpretieren. Also auch hier würden wir von deutscher Perspektive kommend das anders auslegen. Das ist auf jeden Fall so. Das heißt, wir haben unterschiedliche historische Erfahrungen. Es gibt unterschiedliche auch politische Systeme. Deswegen würde ich auch sagen, zurückzukommen auf die Personalfragen, das ist kein Feudalismus oder kein Geschachere, das ist einfach der Kosmos Europa. Es gibt viele Ebenen, es gibt viele Akteure, es gibt viele Erfahrungen und Wahrnehmungen und all das fließt in Europa ein. Es gilt ja Deutschland immer so als Motor auch der europäischen Einigung, der europäischen Integration. Gleichzeitig fürchtet man sich vor dieser deutschen Dominanz. Können sich da die anderen europäischen Staaten nicht so richtig entscheiden, wofür sie eigentlich sein wollen? Ja, wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Ich habe schon noch die Bilder aus Madrid, aus Lissabon, aus Athen in meiner Erinnerung, die mich schon auch schockiert haben. Ich fand diese Gleichsetzung Frau Merkel mit Nazi-Symbolen immer inakzeptabel. Aber die Botschaft, die natürlich damit verbunden ist, ist auch eine, die wir ernst nehmen müssen. Unsere Geschichte, die können wir nicht abschütteln. Und wenn Deutschland als der große Koloss in der Mitte Europas zu stark wird und nicht Rücksicht nimmt auf seine Nachbarländer, zu dominant auftritt, dann müssen wir uns immer bewusst sein, dass alte Ressentiments, Ängste auch schnell wieder von Populisten mobilisierbar sind. Das ist die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung, die wir gerade in der Außenpolitik machen, ist eine sehr bemerkenswerte, dass ein polnischer Außenminister in Berlin eine Rede hält und sagt, ich fürchte mich eigentlich mehr vor einem Deutschland, das seiner Verantwortung nicht nachkommt und erwarte, dass sie ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Das zeigt eigentlich, dass unser Land im Grunde genommen eine enorme Erfolgsgeschichte hinter sich hat, dass uns vertraut wird, dass Vertrauen entgegengebracht wird, dass wir aus dieser Stärke, die wir uns erarbeitet haben, jetzt aber auch etwas machen müssen. Und ich als Sozialdemokrat bin schon auch geprägt von den Erfahrungen auch der anderen Parteien, mit denen wir verbunden sind, den spanischen Sozialisten, den portugiesischen, wo wir gerade die Feierlichkeiten hatten zur Nelkenrevolution, die haben sich ihre Demokratie erkämpft. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn es unseren Nachbarn nicht gut geht, das ist nicht nur eine Frage der Solidarität, ist auch eine Frage der ökonomischen Vernunft. Die Frage ist ja, gehen wir sensibel genug mit diesen Gefühlen um? Ich meine, wir können ja von uns aus sagen, mit vollen Hosen ist gut stinken. In anderen Ländern sieht es wesentlich schwieriger ökonomisch und sozial aus. Müssen wir da noch mehr Rücksicht nehmen? Mit vollen Hosen ist gut stinken, natürlich, ja. Aber wir haben am Ende einen schmerzhaften Weg hinter uns, auch in Deutschland. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, es gab mal Zeiten, da war Deutschland der kranke Mann Europas. Wir hatten ein Problem, das waren die hohen Lohnnebenkosten, eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Daran haben wir gearbeitet. Gerd Schröder hatte seinen Anteil daran mit der Agenda 2010. Sie hat ihn dann das Amt gekostet, das ist richtig, und die Regierung. Aber die Agenda hat gewirkt. Wir sind heute mit das wettbewerbsfähigste Land in Europa. Das heißt, die Deutschen haben sich angestrengt. Es gab eine Menge Murre auch hier in Deutschland. Es gab auch Demonstrationen. Es gab das Gefühl, dass man nicht an diesem Wohlstand teilhat. Diese ganzen Diskussionen um die Lohnentwicklung in Deutschland, die stagniert hat über 10 Jahre, wir haben das alles noch in frischer Erinnerung. So, und wir sind aus diesem Gesundungsprozess hervorgegangen und haben heute eine erfolgreiche Wirtschaft in Deutschland. Und dann muss man natürlich daran erinnern, auch wenn das vielen in Europa nicht passt, dass wir mit der einheitlichen Währung hier auch viele Vorteile gegeben haben an unseren Nachbarn. Also die konnten natürlich auch ihre Staatsschulden in Euros begeben. So, und die haben diese ganzen Vorteile, die sie dadurch hatten, die ganzen Zinsen für die Schulden der Staaten sind kontinuierlich gesunken damals. Warum? Weil die Leute dieser neuen Währung vertraut haben. Als das aber dann anders wurde und sozusagen die Spreads, also die Unterschiede zwischen den Zinsen wieder anstiegen, dann war klar, dass sie diese ganzen Vorteile verfrühstückt haben, vor allen Dingen halt in den Krisenländern, die wir ja heute kennen. Und das muss man schon eben auch einfach in Erinnerung rufen, auch wenn das den Deutschen vielleicht nicht viel Popularität einbringt.
die Chancen, die mit dem Euro verbunden waren, auch in den südeuropäischen Ländern, in den Krisenländern, die sind dort nicht genutzt worden. Die sind zu einem großen Teil verfrühstückt worden. Aber wir haben ja auch einen Anteil an der Krise im Süden, dadurch, dass wir so einen starken Niedriglohnsektor haben. Wir exportieren doch hier alles nur auch in andere europäische Länder. Also der deutsche Niedriglohnsektor im Vergleich zu Griechenland und Portugal, zu Ländern, wo die Löhne noch viel niedriger sind. Ich meine, das ist, glaube ich, nicht der Grund für die Krise. Ja, aber wir haben hier durchaus ein Problem. Der Grund für die Krise ist, dass diese Länder über die Maßen und über ihre Verhältnisse gelebt haben, und zwar über 10, 15, 20 Jahre hinweg. Und diese Schulden, die sie aufgehäuft haben in all den Jahren, kriegen sie natürlich auch jetzt nicht in ein, zwei Jahren beseitigt. Das ist ein langer, steiniger Weg. Und den Politikern in diesen Ländern fehlt die Bereitschaft, diesen langen und steinigen Weg auch durchzustehen. Und deshalb wird versucht, bei der erstbesten Gelegenheit von den Verabredungen wieder wegzukommen. Darüber diskutieren wir in letzter Konsequenz. Also in Deutschland haben wir schon einen Anteil an der Krise, dadurch, dass wir eben keine interne Kaufkraft haben, den wir exportieren in andere Länder. Dadurch müssen sie natürlich Schulden aufnehmen. Natürlich, anders funktioniert das nicht. Und unsere Wirtschaftskraft hängt auch daran ab, dass in anderen Ländern eben konsumiert wird. Das ist auch durchaus von deutschen Banken subventioniert und finanziert, diese Schulden. Also wir sind da nicht von wegen, wir sind unschuldig, wir haben alles richtig gemacht, hier überhaupt gar nicht. Wir haben unseren Anteil daran, das müssen wir auch selber einsehen. Denn nur zusammen kommen wir aus der Krise heraus. Da, wo wir ein Plus haben, steht bei anderen Ländern Minus. So funktioniert das immer in der Handelsbilanz. Und da müssen wir ran. Wir müssen aber auch einsehen, dass wir nicht in Deutschland hier alles super machen und die anderen sollen sich mal reformieren, sondern wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und hier in Deutschland Sachen reformieren, damit es uns in Europa insgesamt besser geht. Wenn ich noch mal ganz kurz ergänzen darf, weil Sie fragten, die Rolle Deutschlands, nimmt Deutschland ausreichend Rücksicht auf die historischen Erfahrungen, auch Wahrnehmungen und Ängste zum Teil auch? Und ich finde, ein gutes Beispiel aus der politischen, Sphäre ist beispielsweise jüngst das europäische Auftreten oder beziehungsweise die Trias aus Frank-Walter Steinmeier als deutschem Außenminister zusammen mit seinem französischen und polnischen Amtskollegen, das Engagement in der Ukraine-Krise. Das heißt, dass das wiederum zeigt, dass die historische Lektion doch sehr wohl verstanden und gelernt wurde und dass vor allem in Richtung östliche Partner, östliche Nachbarn, aber auch die neueren Mitgliedsländer, dass Deutschland sehr wohl eine sehr konstruktive, eine sehr vermittelnde, eine sehr verantwortungsvolle außenpolitische Rolle spielt. Die Frage ist, wie man natürlich mit den Ängsten in der deutschen Bevölkerung umgeht, die Angst haben, sie müssten ganz Europa finanzieren. Da gehen dann ihre Sparguthaben drauf, Niedrigzinspolitik, zu wenig Wachstum. Das hat ja unmittelbare Auswirkungen, zum Beispiel auch auf die Altersversorgung. Muss man da von der politischen Seite her auch noch anders drauf eingehen? Denn diese Ängste gibt es ja tatsächlich. Es gibt ja gerade in dem Bereich Euro und Stabilität hat Europa im Moment ja auch in Deutschland eigentlich kein gutes Image. Ja, ich glaube auch, wir nehmen das sehr ernst. Deswegen will im Übrigen auch niemand den Stabilitäts- und Wachstumspakt abschaffen. Wir wollen auch nicht die Regeln ändern. Muss man schon bei dem bleiben, was wir dort an Ideen vorgetragen haben. Aber ich glaube auch ganz fest daran, dass man der deutschen Bevölkerung deutlich machen kann, unser Wohlstand, das, was wir uns erarbeitet haben und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land haben, nicht nur hart gearbeitet, sondern sie haben auch einen Beitrag geleistet, gerade in der Zeit, als es uns schlecht ging, auch bei den Reformen der Agenda 2010. Das waren ja nicht die Millionäre, die immer reicher werden. Das waren die hart arbeitenden Menschen in diesem Land. Und wir merken doch auf der einen Seite, es gibt Ängste, es gibt aber auch Solidarität in Deutschland. Die Einschnitte, die ein durchschnittlicher Rentner, eine durchschnittliche Rentnerin in Griechenland hinnehmen musste in den letzten Jahren, das hätte in Deutschland zu Aufständen geführt. Und wir haben ja auch inzwischen uns weiterentwickelt über die Jahre und Jahrzehnte. Griechenland gab es ja auch sozusagen Aufstände. Es gab ja massive Proteste auch dagegen. Deswegen glaube ich auch, in Deutschland gibt es auch ein Verständnis dafür, wie schwierig die Lage in diesen Ländern ist. Wir können am Ende nur im Wohlstand leben, dauerhaft im Wohlstand leben, in einem stabilen, auch politischen Umfeld leben, wenn es unseren Nachbarn gut geht. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, das gibt auch eine Chance für eine mehrheitsfähige, solidarische europäische Politik. Und ich finde, man kann nicht die Agenda 2010 loben, ohne auch darauf hinzuweisen, dass ohne die Flexibilität, auch die Impulse für die Wirtschaft, die wir machen mussten, gleichzeitig und in einer Zeit, in der wir uns nicht an diese Stabilitätskriterien halten konnten, auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass wir heute so gut dastehen. Also diese Haltung, wir erzählen mal unseren Nachbarn, was der richtige Weg ist. Ich bin ganz bei Ihnen, dass in Frankreich viele Fehler gemacht worden sind. Aber der Prozess der Deindustrialisierung in Frankreich, der ist doch nicht in den letzten 2,5 Jahren erst vonstatten gegangen, sondern das ist über eine lange Periode von unterschiedlichen Regierungen
hat sich das dort entwickelt. Und deswegen, wir können eine akademische Debatte darüber führen, wer wann welche Fehler gemacht hat. Ich stehe Ihnen dazu jederzeit zur Verfügung. Aber wir müssen Fernsehsendungen für Zuschauer machen. Aber wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass die Franzosen wieder auf die Beine kommen. Und wenn Deutschland dazu einen Beitrag leisten kann, dann ist es in unserem eigenen Interesse, das zu tun. Herr Goffert, müssen wir uns vielleicht hier in Deutschland auch klar machen, dass diese Integration einen hohen Preis hat, weil es ein deutsches Europa nicht geben wird? Wird es ein deutsches Europa geben? Ich glaube, mir schmeckt die Frage nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine damit natürlich die Kriterien, die für uns wichtig sind. Wirtschaftliche, soziale Stabilität, Wohlstand. Wir sind den meisten europäischen Ländern weit überlegen in der Hinsicht. Der Tag gibt es ja häufig in Deutschland, so diese Attitüde zu sagen, macht's, wie wir es euch vorgemacht haben, dann kommt ihr auch zu was. Ich weiß nicht, ob aber das ist genau dieses, das meine ich jetzt mit dem Begriff deutsches Europa, dass es das nicht geben wird. Aber wirtschaftlicher Erfolg oder wirtschaftliche Prosperität, ein hoher Standard an sozialer Sicherheit, eine, so gut es geht, nachhaltige öffentliche Finanzstruktur, sind ja jetzt keine deutschen Erfindungen. Es ist uns jetzt in den letzten Jahren gut gelungen, aber es sah übrigens auch mal ganz anders aus, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Nur das sind ja Dinge, die, glaube ich, einen Konsens abbilden bei jeder europäischen Regierung, dass das drei Ziele sind, für die nun am Ende jede Regierung einsteht. Das Problem ist, dass es für manche Regierungen, die eben in den letzten Jahren deutlichst über ihre Verhältnisse gelebt haben, jetzt sehr schwer wird, eben zu diesen Wohlstandsversprechen am Ende wieder zurückzukehren. Und das ist in meinen Augen das Kernproblem, dass die Regierungen in den Krisenländern sich dieser Verantwortung nur zum Teil stellen. Es geht doch nicht darum, Herr Annen, zum Beispiel zu sagen, wir streichen dem griechischen Rentner die Bezüge. Dass das auch diskutiert wird, dass das diese unschönen Teile dieser ganzen Reform sind, ist richtig. Aber wir haben doch zum Beispiel im Fall von Griechenland, seit Jahren reden wir darüber, dass die Griechen ihren riesigen Staatssektor reduzieren müssen. Da geht es ja nicht darum, die Leute zu entlassen, sondern müssen die alle Beamte sein. Es geht darum, dass ein großer Teil der griechischen Wirtschaft Staatsbesitz ist, der privatisiert werden soll. Das passiert alles nicht. All diese Dinge passieren nicht. Es wird geredet über Programme, in die man investieren muss. Aber bitte, welche Programme, wenn es keine sinnlosen sein wollen? Wo sind diese Projekte, in die man investiert, viele, viele Milliarden, um die es jetzt geht? Gut, in diesem Land fehlen ja auch oft die Strukturen, die überhaupt umzusetzen. Ja, zum Beispiel. Italien will aber jetzt, dass trotzdem europäisches Geld fließt, obwohl die Kofinanzierung aus den nationalen Mitteln nicht da ist. Und da muss man sich natürlich schon fragen, auf was für einen Prozess lässt man sich da ein? Dass Europa sozusagen Geld gibt in ein Land, was noch nicht mal mehr in der Lage ist, einen einzigen Cent zu diesem Projekt mit beizutragen. Also das sind alles Dinge, wenn man mal genauer hinschaut, wo man, finde ich, berechtigte Fragen stellen kann. Und das hat nichts mit deutscher Besserwisserei zu tun. Das hat auch nichts mit diesem, Entschuldigung, finde ich, sehr verfehlten Begriff einer Austeritätspolitik zu tun. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass man einer europäischen Familie ist und man sich in diesem Haus verabredet hat, ein paar Regeln einzuhalten. Und es funktioniert kein Haus, wenn sich die Hälfte der Bewohner nicht an die verabredete Hausordnung halten. Das ist das Problem, über das wir jetzt reden. Und jeder Versuch, davon abzuweichen, wir kommen wieder genau in diese Diskussion rein, die wir am Anfang der Krise hatten. Das ist meine Sorge bei dieser ganzen Geschichte. Frau Keller, wie kann man den europäischen Bürgern klarmachen, oder was muss die Politik tun, um den europäischen Bürgern klarzumachen, dass es sich lohnt, für dieses Europa zu kämpfen und auch sich einzusetzen, dass es dazu auch keine Alternative gibt? Es gibt ja eine kleine Hilfe durch das historische Datum von 1914, der Super-GAU der europäischen Geschichte vor 100 Jahren. Wie kann man den Menschen klarmachen, dass es eigentlich diesen Weg nur gibt und dass er sich auch lohnt? Es gibt ja immer andere Wege, aber ich denke schon, wir müssen dafür kämpfen, zu zeigen, dass es sich eben lohnt. Und ein Kollege von mir hat immer gesagt, wir sollten nicht nur einen Europatag begehen, sondern auch einen Nicht-Europatag und dann uns mal anschauen, was wir alles nicht haben am Nicht-Europatag. Wir können nicht in andere Länder fahren, wir müssen ewig Währungen umtauschen, wir haben keinen gemeinsamen Ansatz eines gemeinsamen Arbeitsmarkts, wir haben viele Errungenschaften nicht, die wir jetzt in der Europäischen Union haben, sei es vom Umweltschutz, der in vielen Mitgliedsländern, vor allem Großbritannien zum Beispiel, sehr viel zum Lebensstandard beigetragen hat. Also es gibt so unglaublich viele Sachen, für die sich lohnt zu kämpfen in der Europäischen Union. Aber ich glaube eben auch, wir müssen ganz viel zuhören. Das habe ich viel gemacht im Europawahlkampf. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Menschen eigentlich sehr, sehr viel erwarten von dieser Europäischen Union. Also selbst Leute, die sich selbst als euroskeptisch bezeichnen würden,
die haben dann hinterher gesagt, ja, eigentlich will ich, dass die Europäische Union das und das und das macht. Und das waren riesige Aufgaben, vor allem eben im sozialen Bereich. Soziale Sicherung ist, glaube ich, ein Kernbegriff, den die Leute wirklich erwarten. Und sie wollen eben sehen, dass Europa sie weiter nach vorne bringt. Und das ist genau diese Erzählung oder dieses Versprechen, was gerade eben in Gefahr ist. Weil Europa steht eben gerade für diese Austeritäts-, diese blinde Sparpolitik. Europa wird gerade gleichgesetzt mit Troika. Und das dürfen wir eben nicht zulassen. Weil dann fragt man sich nicht wirklich, da gibt es ja nicht eine Alternative zur Troika. Sondern wir müssen sagen, zusammen in Europa machen wir es besser. Wir brauchen diese europäische Solidarität und die europäische Währungsfonds. Ja. Genau. Also Europa muss eben auch das Versprechen sein, dass wir zusammen vorwärts kommen, dass wir zusammen ein besseres soziales Niveau erreichen für alle Menschen in Europa. Ich glaube, das ist wirklich das, für was es sich zu kämpfen lohnt. Und da ist eben auch klar, es gibt Alternativen, aber die Alternativen, die wollen wir nicht, sondern das ist die allerbeste Alternative. Vor allem, wie teuer sind die Alternativen? Man muss ja sagen, Sie haben nach der Integration, nach den Integrationskosten gefragt. Wie teuer wäre dann das Unternehmen Desintegration? Wie teuer wäre es, würde Deutschland aus dem Euro herausgehen oder würde Großbritannien aus der Europäischen Union herausgehen? Also ich behaupte, die sind unkalkulierbar, aber sie wären mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar viel, viel höher und unkalkulierbarer als die Integrationskosten. Und noch ein Wort zu den Griechen. Der Steuerzahler der Deutsche ist noch nicht beansprucht worden. Also das sollte bitte nicht vergessen werden in der öffentlichen Debatte. Da ist kein Cash geflossen, da sind keine Geldkoffer hintransferiert worden. Wir wissen zwar nicht, wie das ausgeht, das kann auch noch schiefgehen, das stimmt. Aber vorerst hat die Stabilisierungspolitik bei all den Hausaufgaben, die noch zu tun sind, funktioniert. Wie gesagt, der deutsche Steuerzahler hat noch keinen Euro Cash nach Griechenland überwiesen. Es gibt Kredite, an deren Wiedereinbringung man Zweifel haben kann. Insofern werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Aber auch verdient hat. Ja, aber genau. Ich glaube, das kann man sehr. Die Europäische Union ist viel auf Konsens aufgebaut. Man muss sich auch irgendwo mal einigen. Möglicherweise wird es jetzt aber da einen ersten Knacks geben. David Cameron will eine Abstimmung erzwingen über den Vorschlag des Kommissionspräsidenten. Ist da so ein Wandel, ein Wechsel in der europäischen Politik spürbar, dass es in Zukunft mehr auf Konfrontation geht? Also erstmal, wenn abgestimmt wird, ist das nicht per se etwas Schlechtes. Und ich glaube, der historische Verdienst der Kampagne von Martin Schulz wird, hoffe ich und glaube ich auch fest sein, dass wir ein Stück Normalität auf der europäischen Ebene bekommen. Der Gewinner der Wahl stellt den Kommissionspräsidenten, darüber wird abgestimmt. Und wenn die Fraktion der Grünen nicht einverstanden ist, dann werden sie dagegen stimmen. Wenn man sie überzeugen kann, werden sie vielleicht dafür stimmen. Das ist Normalität. Und ich verstehe inhaltlich die Haltung von Herrn Cameron überhaupt nicht. Ich bin dafür, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Ich bin aber auch dafür, dass man sich nicht erpressen lässt. Und wenn wir uns an dieser Stelle von Herrn Cameron und seiner Partei erpressen lassen und sagen, ach, Pustekuchen, ihr seid zwar zur Wahl gegangen und habt für einen Spitzenkandidaten gestimmt, aber das zählt jetzt alles nicht, weil den Engländern gefällt es nicht, dann wird es ein Rückschritt, von dem wir uns möglicherweise über Jahre oder Jahrzehnte nicht erholen. Und deswegen, dann lassen Sie uns abstimmen und schauen, wer die Mehrheit bekommt. Und ich finde eigentlich, das ist ein Schritt, den ich ganz normal und vernünftig finde. Ich kann darin eigentlich nichts Negatives erkennen. Was will denn eigentlich die Bundeskanzlerin zwischen all den Personalpaketen und Strategiediskussionen, wie es jetzt in Europa weitergeht? Noch ein Wort zu Großbritannien. Also ich wäre ein bisschen zögerlich zu sagen, dann geht doch und wir lassen uns nicht erpressen. Nur allgemein, das wird ja immer wieder auch gehört. Man muss natürlich schon sehen, dass gerade Großbritannien mit seinen Kapazitäten, sicherheitspolitisch, auch militärisch, ist ein Punkt, jetzt nicht so ohne weiteres auszusortieren ist aus der Europäischen Union. Frage nach Angela Merkel. Was die Kanzlerin angeht, sie wird natürlich darauf achten, soweit man das sehen kann, dass das Personaltableau ausgewogen ist. Auch das übrigens eine europäische Spezialität. Es wird einen Kompromiss geben, es wird gerungen, es wird ausgehandelt werden und es wird ein ausgewogenes Personaltableau geben, das Ergebnis in diesem Falle mehr als nur berücksichtigt. Und alle wollen beteiligt sein. Am Ende ist das wichtigste Ziel, dass jeder sein Gesicht wahrt in Europa. Also ich denke, das wichtigste Ziel ist, dass wir gemeinsam was für Europa bei rausbekommen. Und da denke ich, die europäische Demokratie ist ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen finde ich es sehr wichtig,
dass eben nur einer den Job bekommt als Kommissionspräsident in die auch angetreten ist oder der für diesen Job. Das finde ich ganz wichtig, weil sonst haben wir tatsächlich einen Rückschritt in europäischer Demokratie. Und ich will eher, dass wir noch weiter nach vorne gehen. Das kann erst der Anfang gewesen sein. Und darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass wir eben auch einen Wettkampf der Ideen haben, dass Herr Juncker kommt mit seinem Programm und wir darüber streiten können in den Fraktionen und uns eben auch denken können, ja, da bringt er was vorwärts. Das wollen wir eben auch haben. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass auch das Europäische Parlament dabei nicht unten runterfällt und wir sozusagen die übrig gebliebenen als Parlamentspräsidenten bekommen. Da hätte ich schon gerne, dass wir auch die Eigenständigkeit demonstrieren, die Martin Schulz mal wollte für das Europäische Parlament und uns deswegen da nicht auf Mauscheleien, die in Berlin stattfinden oder sei es in London oder irgendwo zwischendurch einlassen. Die Wahlbevölkerung da immer noch außen vor in Europa bei den entscheidenden Fragen? Bei den entscheidenden Fragen sicherlich. Ich meine, wir erleben immer diese europäischen Gipfel, wo die Staats- und Regierungschefs anfliegen, bevorzugt mittlerweile an Wochenenden. Da werden dann irgendwelche Entscheidungen getroffen, die auch umgesetzt werden in den jeweiligen Ländern. Und das war's dann. Es gibt natürlich immer wieder die Rückkopplung ins Parlament. Ja, das Parlament wehrt sich auch gelegentlich, aber wenn man ehrlich ist, vor allen Dingen während des Krisenmodus war es natürlich schon so, dass entscheidend tun heute immer noch die Staats- und Regierungschefs. Aber zunehmend das Parlament, und ich finde es übrigens auch richtig so. Gut, wir werden diese Entwicklung genau beobachten. Vielen Dank, dass Sie hier waren, liebe Zuschauer. Soweit die Phoenix-Runde für heute. Bleiben Sie bei uns.